begrüßen Sie recht herzlich in unserem Kaufhaus Wunderbar. Wo Sie auch sind, wir sind schon da. Das sind sozusagen zwei Gebiete der großen Bergstraße. Und zwar das eine vom Tunnel bis runter jetzt zur Baustelle. Das ist dieses Gebiet, was laut Bebauungsplan ausgewiesen ist für überregionale Kunden. Also sprich große Ketten mit großem Konsumentenandrang. Und danach erst, so etwa auf Höhe des Forums, soll dann Nahversorgung sichergestellt werden. So ist das laut Bebauungsplan geplant. Und dementsprechend richten sich auch die Investoreninteressen und die städtischen Interessen mit dem Finanzamt aus, die das hier im Moment noch leer stehen haben, weil sie darauf spekulieren, einen höheren Verkaufspreis zu erzielen, wenn IKEA denn kommt. Das wird vollständig abgerissen, diese Gebäudearm. Darüber wird ein sechsstöckiges Gebäude entstehen mit einem Staffelgeschoss, mit aufwendigen Eigentumswohnungen. Dann wurde natürlich im Sanierungsbeirat Bange gefragt, wie sieht es denn mit Sozialwohnungen aus? Die Antwort war, bei diesem aufwendigen Auf- und Neubau können Sozialwohnungen nicht realisiert werden. Ich bin hier vor dem Altonaer Imbiss. Der ist im August 2010 eingeweiht worden. Hört man das? Ja. Okay. Der Vertrag sollte eigentlich bis 2013 laufen. Für 35 Quadratmeter sollte der Shahin, der das hier gemietet hat, bereits 2040 Euro monatlich zahlen. Und er hat natürlich eine ganze Menge Geld da reingesteckt, um überhaupt das hier einzurichten, also für die Ablöse, aber auch für Einrichtung und Gebühren. Jetzt dieser Herr Brun, der wittert, wie wir ja wissen, seit IKEA angekündigt ist, hier in der großen Bergstraße eine Goldgrube und ist in Gesprächen mit C&A. Der Plan ist, dieses Gebäude hier abreißen zu lassen, damit hier eine neue C&A-Filiale errichtet wird. Herr Brunnen, Herrn Schein, vor einiger Zeit aufgefordert, beziehungsweise wollte ihn dazu bewegen, dass er früher auszieht. Aber das war natürlich klar, das wollte er Schein nicht. Zwei Tage nach der Ablehnung von Herrn Schein kam eine fristlose Kündigung des Imbisses. Der Trick, um Herrn Schein rauszuschmeißen, war, die per Einzugsermächtigung erhobene Miete wurde einfach nicht eingezogen. Und Herr Brunnen behauptet jetzt, er hätte niemals eine Einzugsermächtigung erhalten. Und dann gab es jetzt halt einen Prozess. Herr Schein hat dagegen geklagt, leider zuerst mit einem falschen Anwalt, der sich als Scharlatan entpuppt hat. Deshalb hat das Gericht die Kündigung zuerst bestätigt. Inzwischen hat er einen anderen Anwalt, der sehr engagiert ist, Herr Onczak. Ist diese fristlose Kündigung. Und er kann den Imbiss jetzt nicht weiter betreiben, was für ihn eine dramatische Situation bedeutet. Und Herr Schein ist jetzt, weil er das so aus Protest gegen diese Ungerechtigkeit, ist er seit Anfang April im Hungerstreik. Das heißt auch, dass seine gesundheitliche Situation inzwischen sehr, sehr schlecht ist und wir uns große Sorgen machen müssen. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, dass wir irgendwie ordentlich Druck aufbauen, dass wir uns gemeinsam als Nachbarinnen und Nachbarn zur Wehr setzen und Herrn Schein nicht alleine lassen und Druck auf Herrn Brunnen ausüben. Samstag 11 Uhr. Ihr müsst ja nicht stundenlang da bleiben. Ihr braucht nur einfach vorhanden sein, damit wir halt sehen, weil gerade am Samstag Markt ist und da sind viele Leute unterwegs, dass wir Flugblätter verteilen können und dass man sieht, hier passiert was. Weil viele Leute wollen ja die Umstrukturierung ja gar nicht wahrnehmen. Also ich würde mich freuen, wenn hier am Samstag einige Leute um 11 Uhr hier sind. Dankeschön. Ja, ich denke, das ist auch wichtig, weil es sich hier sozusagen nicht nur um die Spitze des Eisbergs handelt, sondern auch um einen Vermieter, der hier in der Straße ganz gewaltig komische Sachen vorantreibt. Allgemein nochmal zu dem Gebäude hier, das
Die Läden, die jetzt noch hier drin sind, nebenan war Brautmoden, die sind schon raus. Die hätten noch ein bisschen länger bleiben können, aber die hatten solche Angst, dass sie auch so wie Sahin behandelt werden und sind deswegen schon früher rausgegangen. Die anderen Läden, die jetzt noch drin sind, gehen alle zum 31.07. raus. Wie gesagt, Brunnen will ja hier das gerne an C&A verkaufen für einen Neubau. Und da ist die Geschichte folgendermaßen, dass es hier einen alten Bebauungsplan gibt, der vorsieht, dass von der Haspa sozusagen einmal ums Eck rum und auf der anderen Seite zurück sechsstöckige Bebauung stattfindet, und zwar 20 Meter weiter, als das bis jetzt besteht, in die neue große Bergstraße hinein. Da ist ja bisher, wie ihr wisst, der Wochenmarkt, und bisher hat auch noch niemand beantragt, hier so zu bauen, bis auf eben jetzt Brun, und er hat einen Bauvorbescheid-Antrag gestellt, der wurde allerdings jetzt vom Bezirk abgelehnt, eben wegen dieser ungeklärten Situation mit dem Wochenmarkt. Das muss man ganz genau beobachten, wie das jetzt weitergeht. Aber also dieser Bebauungsplan für das ganze Eck sieht zwingend vor, dass eigentlich bis in die Mitte reingebaut werden muss. Aber jetzt, weil der Bezirk da die anderen Eigentümer nachbauen, nicht dazu bereit waren, hier mal zu bauen, hatte man jetzt Angst, dass da eine riesenhohe Brandmauer mitten in die hereinragt. Daraufhin hat der Brunnen einen neuen Plan vorgelegt und einen neuen Bauvorbescheidsantrag gestellt. Der will jetzt so ein Salmi hier reinbauen praktisch. Das ist so ab, also nicht, dass er das voll ausnutzt, diese Fläche, sondern nur so ein Eck hier reinbaut. Und das ist im Bezirk und bei den anderen Parteien auch so, dass sie das eben genehmigen wollen. Das sieht so aus. Und er will unbedingt, wenn IKEA eröffnet, seine Bude hier fertig haben. Das ist, hat er auch selber so erklärt. Und deswegen will er möglichst im September oder so hier abreißen. Das ist seine Planung. Dabei sollte ihm auch nichts in die Quere kommen. Hier werden ja regelmäßig auch Protestplakate eben wegen dieser Sahin-Wischling-Geschichte aufgehängt. Und hier fährt dann immer ein Auto mit www.brunimmobilien.de drauf vor und reißt das wieder ab. Ich wünsche mir, dass der Miss Wind, der schreibt sich übrigens mit M, wir haben leider einen Fehler gemacht, dass er überlebt und dass er auch noch erlebt, dass er Solidarität erfährt von den Anwohnern hier und dass er auch dann noch einen neuen Imbiss eröffnen kann an anderer Stelle. Selbst ganz hier in der Nähe wohnt, Eigentum habt, Eigentumswohnung oder eine eigene Firma, ein eigenes Geschäft, oder ob ihr jemanden kennt, der den Mut hätte, diesem großen Konzern entgegenzutreten, an den Kosten soll es nicht liegen, und wir würden dann gerne eine Klage führen gegen dieses Bauvorhaben mit sehr, sehr guter Auswirkung erfolgt. Das ist erstaunlich, wie wenig das bekannt ist. Das ist das Erste. Dann haben wir noch eine aktuelle Mitteilung. Am 19. dieses Monats findet im Verwaltungsgericht Lübecker Tordamm um 11 Uhr eine Verhandlung statt über das Bürgerbegehren, über das abgewürgte Bürgerbegehren, um das die Initiative hier in Altona betrogen worden ist. Wer sich dafür interessiert, es wird der große Saal gemietet werden bzw. bestellt werden. Und es können bis zu 25 und 30 Besucher an dieser Gerichtsverhandlung teilnehmen. Die Klage wird weitergeführt im Sinne der Fortentwicklung des Rechtes. Es soll geprüft werden, inwieweit auch zukünftig Bürgerbegehren auf diese schäbige Art und Weise erledigt werden dürfen, indem der Bezirk einfach beitritt, damit die Bürger das Bürgerbegehren erst gar nicht durchgeführt werden muss. Ja, danke. Das war ein Beitrag von kein IKEA, und das ist vielleicht erklärungsbedürftig, warum hier immer noch so gegen IKEA vorgegangen wird. Das haben sich ja die Karten ja ein bisschen
neu gemischt, es ist auch neu in der Diskussion. Ja, selbst von der Steg aus wird gesagt, eigentlich sind die Sanierungsziele, die wir mit IKEA vorhatten, jetzt schon übererfüllt, beziehungsweise es bricht hier so eine Welle über uns hinein. Wir haben das gerade schon in einzelnen Beispielen in der großen Bergstraße gehört. Und wie gesagt, also den Abriss hat höchstwahrscheinlich die Stadt bezahlt. Das hat sie zumindest gesagt, dass sie das übernehmen wird. Noch ist kein Stein gebaut. Es wäre wirklich nochmal die Möglichkeit, auch durch die Stadt zu sagen, wir nehmen die Chance wahr und bauen hier doch nochmal was anderes. Vor allen Dingen auch dahingehend, dass jetzt hier auch in der Straße zunehmend Kritik laut wird, was zum Beispiel die Flächennutzung angeht. Und das betrifft diesen Platz, auf dem wir jetzt hier stehen. Das, wir haben ja schon gehört, dass das da drüben verengt wird durch den Wohnbau, durch C&A, dass der Wochenmarkt gefährdet ist. Hier wäre natürlich der andere Standort auf dem Goetheplatz. Und da gibt es aber auch Vorstellungen von IKEA für den Goetheplatz, oder? IKEA hat vor, Sondernutzungen zu machen, ich glaube 250 Quadratmeter. Wir wollen das auf jeden Fall verhindern. Wir wollen diesen öffentlichen Raum, der ganz klein ist, der noch nicht einmal offiziell den Namen Goetheplatz trägt, im Grunde handelt es sich nur um eine Einmündung der Poststraße oder heißt es Altonaer Poststraße auf die große Bergstraße, dass dieser Platz, der wirklich wert ist, erhalten zu werden, von IKEA nicht auch noch in Anspruch genommen wird, wie gesagt, wenn IKEA gebaut wird. Eine Baustelle ist noch kein IKEA. Und so ein Platz kann man vielleicht immer noch verhindern. Ja, bevor wir dann jetzt zum zweiten Teil, wir haben ja schon gehört, das ist auch nach der Bauplanung so ein bisschen zweigeteilt, bis hier eben dieser Bereich große Ketten für überregionale Kundschaft und ab hier sozusagen Nahversorgungszentrum, dann wäre die Überleitung hier genau diese Ecke. Und wir haben ja gesagt, wir erzählen nicht zu jedem Laden was, aber das ist ganz interessant, da war ja dieser Gemüseladen drin, haben vielleicht einige von euch auch drin eingekauft. Der ist jetzt neu zu vermieten, wenn ihr da auf die Internetseite geht, 36 Euro der Quadratmeter soll das kosten. Das sind Preise wie in der Hafen-City. Und da wird das so ein bisschen deutlicher, was sich hier von der Politik und der Stadtplanung vorgestellt wird. Einmal die großen Ketten und dann solche Läden, die eher, na sag ich mal, so Ottensen-Style sind und auch eher so für Ottensen-Bewohner, Bewohnerinnen, also urbane Mittelschicht ansprechend sind. So diese Mischung soll das hier so etwa werden. Es gibt ja so eine schöne Animation des Gebäudeteils nach dem Fassadenwettbewerb jetzt, ist dieser Lamellental unten. Und dann setzt sich so ein Teil in den Nachthimmel ab darüber. Das sind nochmal drei Parkgeschosse, die darüber, vier Parkgeschosse. Das ist so dezent gehalten, dass man das nicht so sieht, was für eine Massivität dieser Klotz am Ende haben soll. Und da sollen die Parkplätze drauf und die sollen angefahren werden da hinten über Poststraße und Lawitz. Ich würde gerne noch mal was zum Verkehrsaufkommen sagen. Also zu der IKEA-Planung gibt es Verkehrsgutachten, die IKEA-Leute selbst in Auftrag gegeben haben, im Zusammenwirken jetzt ganz grob mit dem Bezirk. Und es wird bezweifelt von den IKEA-Gegnern, dass diese Verkehrsgutachten richtig sind. Ich sage das jetzt ganz grob. Ich mag korrigiert werden, aber es wird in den Straßen, an denen wir stehen, unmittelbar hier in dem kleinen Bereich, die Stunde 3500 Autobewegungen geben. Also das nur mal dazu. Dann die vier Geschosse auf dem IKEA-Hochhaus, die werden so hoch werden, das kann ich nur noch mal dazu aufrufen, dass möglichst Anwohner versuchen zu klagen, dass Abstandsgebote, Emissionsgebote wegen Verkehrsbelästigungen, andere Emissionen, Verschattungen, dass das alles nicht eingehalten werden kann. Und man kann sowas nur verhindern, wenn man sich bewegt. Der politische Kampf ist der erste, aber es wäre äußerst sinnvoll, jemanden zu finden, der klagen würde. Kann ich nur noch mal dazu raten. Zu der Verkehrsgeschichte wollte ich noch eine Anmerkung machen. In diesem Verkehrsgutachten, was jetzt gerade vorgestellt ist, da wurde das war im Altonaer Rathaus in der öffentlichen Versammlung, wurde gesagt, dass die Präsident-Kahn-Straße ausgebaut werden soll und in beide Richtungen. Die ist ja jetzt eine Einbahnstraße, man kann ja nur hierher ranfahren. Und die wollen sie jetzt auch in die andere Richtung öffnen und das verbreitern. Das heißt, dass das, was eigentlich schon immer gesagt worden war, letzten Endes die durch die Harcourtstraße den Autobahnzubringer hier für IKEA hier direkt ranzubringen, das machen sie jetzt so stückchenweise. Ja,
läuft eine Nachbarin mit. Ist das selber drin? Lieber nicht. Heute alle ganz schüchtern. Eine Nachbarin, die diesen Laden, der jetzt so grüne Fenster hat, die betrieben hat bis letztes Jahr. Und dieser Laden gehört nämlich auch, wie das ganze Gebäude da, zur Firma Brun Immobilien. Und sie musste rausgehen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Die lag bei 2480 Euro für diesen kleinen Laden. Das ist die große Bergstraße 229. Da gibt es Kaffee Snack and Company, den billigsten Kaffee der Straße bislang noch, 1 Euro, sehr zu empfehlen. War früher drin Sanitätshaus Funke und drüber die Integrationshilfe für entlassene Strafgefangene. Und diese Miete sind alle gekündigt bis zum Ende des Jahres. Und Brun plant hier ein hohes Gebäude mit einem sogenannten Food Court drinnen. Das sollen wohl so kleine Essnischen, vorstellbar vielleicht wie im Mercado oder so sein, wo dann auch entsprechende Läden ihre Kost anbieten. Große Bergstraße 219, das ist auch von Brun Immobilien. Und da erfahren wir aus der aktuellen Hinz und Kunst, dass der Betreiber der Stadtküche da jetzt ebenfalls raus muss. Spekulationen zufolge sollte eine Bank rein, ist aber noch nicht ganz sicher. Und der hat sich auch beworben für diesen Food Court hier und ist aber bislang zumindest noch nicht genommen worden und hat auch keine Garantie bekommen, dass er da irgendwo wieder rein muss und ist sehr verärgert. Mr. Wok geht leider raus, das wissen wir. Und allgemein ist die Situation in diesen ganzen Läden hier so, dass es exorbitante Mietsteigerungen jetzt schon geht, obwohl es hier keine IKEA gibt, sondern eine Baustelle von IKEA, was ja eher zur Minderung des Geschäfts führt, aber alle Versuche, die Miete deswegen zu mindern, sind gescheitert und es sieht so aus, als gäbe so gezielte Strategien, hier unliebsame oder nicht profitabel genug seiende Einzelhändler in den Ruin zu treiben. Ja, die Frage, wer soll sich das leisten? Und ich habe ja schon gesagt, der Bebauungsplan sieht eben eine Nutzungsänderung vor, nicht mehr, dass das hier sozusagen eine Zentrumsfunktion hat, diese Stadt für Altona Altstadt und da auch entsprechende Nahversorgungsangebote für die Bewohnerinnen und Bewohner von hier, sondern dass das eben zumindest zum Teil überregionale Bedeutung haben soll, also auch für Kundschaft, die von sonst woher hierher kommt. Hier sozusagen zwei Teile dieses Forums. Eines ist da links, so ein Flügel, das ist ein Neubau sozusagen. Und hier dieser alte Teil und das Mietkonzept sieht vor, dass das wird schon so umgesetzt, diese neue Wohnung im neuen Flügel, das sind 9 bis 12 Euro pro Quadratmeter Wohnung. Hier oben drauf sieht man jetzt gar nicht, aber mit fantastischen Blickern oben kommt Penthouse drauf. Und hier ändert sich so allmählich die Bewohnerstruktur. Wer das Viertel hier kennt, weiß, hier leben doch eher arme Menschen in diesem Haus, lebten zumindest bislang, bis die Sanierung einsetzte. Und die Sanierung war derart katastrophal, mit offener Asbestentsorgung, mit Fahrstühlen, die nicht funktionierten, Türen, die ganze Zeit offen waren, was zu einer Brandstiftung nach der anderen geführt hat, jede Woche quasi. Kaputten Klingeln und so weiter und so weiter, keine angekündigten Bauarbeiten, wie das eigentlich vorgesehen ist bei Sanierung. Umsatzwohnungen, wo das Wasser reinlief, wo die Klamotten komplett nass waren. Und es war eine Art von Sanierung, wo sich schon der Eindruck einstellte, dass die jetzigen Bewohnerinnen dort nicht mehr erwünscht sind und auch durch die Sanierung vertrieben werden. Und entsprechend sind auch die Aussagen der Verwaltung für Menschen, die Hartz IV bekommen, ist dort kein Platz mehr, wird nicht mehr vermietet. Es ist auch eine Kita in diesem Gebäude, die haben auch gerade 25% Mietsteigerung bekommen, sind arg am Knapsen. Ja, Modernisierungsgebiet hier. Und wie in so ziemlich jedem Modernisierungsgebiet, das vorher Arbeiterquartier, Arbeiterinnenquartier war, scheint da immer so eine Alternativlosigkeit vorzulegen, entweder es verfällt
oder aber es wird dementsprechend saniert, damit eine Aufwertung stattfindet, die Verdrängung zur Folge hat. Das ist so scheinbar alternativlos, das eine oder das andere. Und von den Bewohnern, Bewohnerinnen wird natürlich zu Recht gesagt, ihr habt uns hier fallen lassen, wenn das dann so aussieht, wie das hier aussah, mit dem Verband, mit dem Forum. Ihr habt uns fallen lassen, ihr habt kein Interesse mehr an uns. Das waren hier mal Viertel, die für die Bewohner, Bewohnerinnen tatsächlich gebaut wurden. Über Ästhetik und über Absicht lässt sich streiten, aber das war für die Bewohnerinnen hier gebaut. Und jetzt haben natürlich viele Bewohnerinnen und Bewohner, die auch froh sind darüber, dass, oder froh waren darüber, dass IKEA kommt, gesagt, wir haben den Eindruck, wir werden fallen gelassen, genauso wie natürlich auch durch die sonstige Sozialpolitik, und es muss endlich irgendwas geschehen. Und darauf haben Stadtplaner, Stadtplanerinnen immer nur eine einzige Antwort, und die lautet, die Bewohnerstruktur ist das Problem, es müssen neue Bewohner, finanzstärkere Bewohner zuziehen, dann lösen sich auch die Probleme des Viertels. Zum Wohle aller. Das Wort Verdrängung wird dabei nicht so gerne in den Mund genommen. Das meiden diese Leute eher wie der Teufel das Weihwasser. Aber selbstverständlich ist jedem klar, der sich mit der Materie auskennt, und das sollte man bei Stadtplanern, Stadtplanerinnen ja nun erwarten, dass nicht einfach nur neue Leute zu den Alten dazuziehen, sondern dass es eine Marktdynamik gibt, eine Angebot- und Nachfrage, die bedeutet, dass es am Ende einen Prozess gibt, der sich überhaupt nicht mehr steuern lässt, und wo eben eine Bewohnerschaft durch die andere finanzstärkere am Ende ausgetauscht wird. Wie funktioniert das in den Wohngebieten, wenn sowas wie hier stattfindet, dass die Bewertung von Grundstücken steigen, dass Kundschaft erwartet wird, dass neue Ketten kommen? Dann werden selbstverständlich in den anliegenden Gebieten bei den Hausbesitzern Renditeerwartungen geweckt, die sanieren entweder selbst, meistens sind es kleine Hauseigentümer, die das Geld dafür nicht haben, das heißt, es wird für sie attraktiv zu verkaufen. Entsprechende Sanierungen werden gemacht und die alten Bewohner, Bewohnerinnen können sich dann die Mieten nicht mehr leisten. Die Erfahrung aus Modernisierungsprozessen von erfahreneren Leuten, als ich es bin, besagen, dass zwischen 20 und 90% der Bewohner, Bewohnerinnen verdrängt werden. 20%, das ist sozusagen das Niedrigste, das ist, wenn es ein Sanierungsgebiet ist, mit Mietdeckelung, öffentliche Förderung, Mietdeckelung, diese Regelung gibt es, und kein Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen stattfindet. 60-90% ist dann, es findet Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen statt und es gibt keine Mietdeckelung. Das ist leider auch hier der Fall. Nun sagt die Stieg, die hier mit der Sanierung beauftragt ist, beziehungsweise Umsetzung der Sanierung, Herr Schmitz von der Stieg hofft, dass hier nicht so eine Entwicklung stattfindet wie in Ottensen oder der Schanze. Und er hat begründet das auch und sagt, die Gefahr sei hier nicht so groß, weil hier so viel städtisches Eigentum ist und so viel an Wohngruppen und Baugenossenschaften vergeben wurde. Wie sieht das aus hier? Also wir haben einmal den Altbestand. Wie schon gesagt, viele Kleineigentümer von einzelnen Häusern, die eben bei entsprechenden Renditeerwartungen durchaus verkaufen werden. Wir haben natürlich große Bestände der Saga. Die Saga hat ja noch eine eigene, auch sehr umstrittene Rolle in solchen Prozessen in Hamburg. Auch das wäre ein eigenes Thema. Aber wird gerade auch sehr aktuell, weil in dem Sanierungsplan, ich weiß, da seht ihr, dass das Sanierungsgebiet nicht nur diese große Bergstraße hier umfasst, mit all dem, was wir hier so beschrieben oder angerissen haben, sondern auch die umliegenden Stichstraßen. Das heißt, diese Straßen mit Klinkerbebauung aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Und das wird das nächste sein, was hier anliegt. Die Sanierung und Zusammenlegung von kleinen zu großen Wohnungen in diesen Blocks. Und damit natürlich auch eine Veränderung der Mieterwartung. Wie ihr das hört, sich zu IKEA noch die Siedlung im Labitzweg verschatten wird oder vereinengen wird. Das Jessen-Quartier, das ist komplett privat gebaut und wird auch ziemlich hochpreisig vermietet werden. Da sollen 162 Wohnungen und Penthouses entstehen. Und was die Genossenschaften betrifft, da haben wir einmal den Bauverein Elbgemeinde, die bauen hier ein bisschen weiter nördlich. Da ist Kohlegarten, das ist da bei der Chemnitzstraße. Da liegt die niedrigste Miete bei 8,70 Euro. Also das ist auch nicht unbedingt sozialer Wohnungsbau. Schmitz von der Steg sagt,
dass das Sanierungsziel Wohnraum für Haushalte mit höherem Einkommen, so heißt das nämlich hier im Sanierungsplan, obsolet, also überflüssig geworden ist durch die bereits erfolgte Aufwertung in Altstadt, das kann eigentlich nur bedeuten, jetzt konsequent entgegenzusteuern, zum Beispiel durch eine soziale Erhaltungsverordnung oder Erhaltungsverordnung, wie es auch manchmal heißt. Das ist so ein nach recht armes Instrument, was aber zumindest die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig macht und auch die sogenannte Luxussanierung, wobei das ja umstritten ist, ab wann die anfängt. Jetzt hat die Bezirksversammlung im Januar 2010 ja, die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt beantragt, so eine soziale Erhaltungsverordnung für dieses Gebiet hier zu erstellen. Und die haben das abgelehnt mit der Begründung, zitiere, anders als in den anderen Sanierungsgebieten ist es hier explizit Ziel des Erneuerungskonzeptes für das Gebiet Große Bergstraße Nobistor bei der Errichtung von zusätzlichem Wohnraum in ausreichendem Maße attraktiven Wohnraum für Haushalte mit Bettlern und das höhere Einkommen zu schaffen, um die Sozialstruktur im Gebiet positiv zu verändern bzw. zu stabilisieren. Dazu muss man wissen, es gibt hier eine Voruntersuchung, der sogenannte GEWOS-Plan, den findet ihr auch im Internet, und da steht ausdrücklich drin, dieses Viertel hier hat eine ungünstige sozioökonomische Struktur, und dann kommt die Tabelle, die dazu gehört, sehr unvermittelt, und zwar wie viele Menschen ohne deutschen Pass hier leben, wie viele ohne, also Arbeitslose hier leben und wie viele mit niedrigem Einkommen hier leben. Das muss korrigiert werden, weil mit der Begründung ist es nicht genügend Kaufkraft im Viertel. Eine andere Maßnahme, um gegenzusteuern, wäre natürlich sozialer Wohnungsbau, um entspannend auf die Bestandsmieten zu wirken, einerseits, und andererseits die Nachfrage nach bezahlbarem innerstädtischen Wohnraum, nicht nur oben irgendwie City Nord, sondern hier, nachzukommen. Dazu wäre natürlich das Gelände, wo IKEA bislang noch gebaut werden soll, ideal, genauso aber auch das Bahnhofsgelände, wo das in richtig großen Maßstaben möglich wäre. Im Moment ist das aber nicht das Interesse der Politik, ganz im Gegenteil. Das heißt für uns, dass wir Druck machen müssen, damit sie sich in diese Richtung entscheiden. Und natürlich müssen wir auch Spekulanten wie Brun oder diesen englischen Finanzinvestoren nicht nur auf die Finger schauen, sondern zur Not auch klopfen, damit sie zeigen, um zu zeigen, dass hier nicht alles möglich ist. Und da ist die Solidarität mit Muslim Shahin der Spitze des Eisbergs sozusagen und der Geschichte um den Dönerladen umso wichtiger, um da zu zeigen, es gibt Grenzen. Ariel, 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 Ari